Frau Schneider ihre Handtasche verlegt. Erika, die Sache ist ernst. In der Tat. Ich habe Angst, dass du mir nie verzeihen wirst. Ich brauche dich mehr denn je. Um Jackie zu kümmern, aber so wörtlich hättest du es ja nur auch wieder nicht nehmen müssen. Moment, Kathi. Ich kann dir das erklären. Ach, hör doch auf! Das ist ja wohl eindeutig genug! Kathi, das siehst du falsch. Ich kann nichts dafür. Jackie hat sich praktisch auf mich gestürzt. Ich meine, sie hat mich regelrecht verführt. Och, du Ärmster! Sag mal, spinnst du? Wie kannst du sowas sagen? Ist doch wahr, ich konnte mich überhaupt nicht wehren. Ja, du warst es doch, der es unbedingt hier tun wollte! Du hast mich gezwungen und jetzt Schluss. Kathi, glaub ihr nicht. Ich würde dich doch nicht... Halt den Mund! Komm, lass uns mal in Ruhe drüber reden. Nein! Du dreckige Schlampe. Mein Freundchen, jetzt reicht's aber, ja? Hammer, Frau von Sterneck, ich wollte das nicht. Was du wolltest oder nicht, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich hätte sowieso nicht länger mit ihrer Tochter ausgehalten. Ein bisschen mehr hätten sie ja schon beibringen können. Wenn ich da so an die Qualitäten von Jackie denke. Die du in Zukunft woanders genießen kannst. Komm, Kathi. Und wenn ich zurückkomme, dann seid ihr weg. Sonst passiert was, ja? Na super, das hast du ja toll hingekriegt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du mich heute Nacht nicht alleine lässt. Ich bin ja jetzt nirgendwo mehr sicher, nicht mal in den eigenen vier Wänden. Ich glaube nicht, dass heute Nacht noch mal großartig was passieren wird. Naja. Wissen kann man das nie. Die haben ja überhaupt keine Skrupel. Ja. Sie scheinen sich unglaublich sicher zu fühlen. Also wie diese Maskierte plötzlich in der Tür stand. Wenn ich daran denke, wird mir jetzt noch ganz schlecht. Hey, ist doch nur vorbei. Zum Glück habe ich ja jetzt auch einen viel besseren Beschützer als Jean-Claude. Charlie, zu viel der Ehre. Nein, nein. Wenn du da bist, bin ich immer sofort ganz ruhig. Es macht dir wirklich nichts aus, hier zu schlafen und nicht zu Hause, bei deiner Familie. Ach, die müssen schon mal eine Nacht ohne mich auskommen. Habe ich langsam ein richtig schlechtes Gewissen dir gegenüber. Du? Also wenn ihr einer ein schlechtes Gewissen haben müsste, dann doch wohl ich. Die ganze Sache wäre doch längst erledigt, wenn ich nicht versucht hätte, den Entführer an diesen Peilsender runterzujubeln. Aus guter Absicht, oder? Schließlich wolltest du Clarissa befreien. Obwohl du ihr, das weiß Gott, nicht schuldig bist. Charlie, was in der Vergangenheit war, ist vorbei. Clarissa ist in Gefahr. Sie braucht unsere Hilfe. Nacht. Nacht. Habt ihr schon genug? Also ich hätte ja noch ewig tanzen können. Aber du kennst ja die Männer und ihre Ausdauer. Pass auf, was du sagst. Also wenn du noch so viel Energie übrig hast, dann kann ich dir ja getrost die Theke überlassen. Hm. Ah, da gäb's was ich jetzt wesentlich lieber täte. Ich weiß, was du meinst, aber ich muss wirklich los. Schon gut. Ich habe deine Hilfsbereitschaft sowieso schon sehr strapaziert. Also hau ab. Viel Spaß noch. Danke. Und was willst du jetzt trinken? Ja, ich muss eigentlich auch los. Warte mal, Susanne, ich komm gleich mit. Ich muss morgen ganz früh raus. Ich habe noch einen Termin mit Arno, den habe ich völlig vergessen. Aber einen kleinen kannst du doch noch. Nee, lieber nicht. Sonst versack ich noch. Dann spür ab. Ja, dann bis morgen. Tschüss. Ciao. Bis morgen.
Spinnst du? Du hast mir die ganze Schuld in die Schuhe geschoben. Mein Gott, ich hab das doch einfach nur so gesagt. Nur so gesagt? Ja, vergiss es einfach. Kathi ist meine beste Freundin. Was soll ich denn jetzt machen? Das hättest du dir vielleicht ein bisschen früher überlegen sollen. Aber keine Angst, sie kommt schon wieder. Hauptsache, ich bin die blöde Klette los. Mit dir ist sowieso viel geiler. Dennis, kannst du einmal an was anderes denken? Nicht, wenn du dabei bist. Jetzt lass uns lieber mal überlegen, wie wir das wieder hinkriegen. Am besten, wir gehen gleich nochmal zu Kathi hin und erklären ihr alles. Du hast ja wohl ein Rad ab. Bitte. Nein! Wenn du unbedingt auf Knien vor ihr rumrutschen willst, bitte. Aber ohne mich. Hey, du kannst mich doch nicht einfach so im Stich lassen. Komm mit. Nein, das kann ich nicht. Mein Gott, ich habe echt gedacht, du wärst ein bisschen cooler als Kathi. Aber da habe ich mich wohl getäuscht, hä? Huh? Hör mir das an. Ausgerechnet mit Jackie. Ich weiß, das tut weh. Aber manche Menschen sind so gedankenlos. Sie nehmen sich, was sie wollen und überlegen überhaupt nicht, was sie anderen damit antun. Aber ich habe geglaubt, dass er es ernst mit mir meint. Dass er mich wirklich liebt. Tja. Er war immer so lieb zu mir. Ich würde alles für ihn tun. Verstehst du? Alles. Ja, Kathi. Das verstehe ich sehr gut. Mit Christoph ging es mir ähnlich. Weißt du, aber vielleicht ist es besser, dass das jetzt passiert. Stell dir vor, du bist jahrelang mit ihm zusammen, merkst dann erst, was passiert ist. Was das für ein Mensch ist, das ist alles viel schlimmer. Nein, das ist nicht. Doch, doch. Wenn du über eine lange Zeit mit einem Menschen zusammen bist und ihm vertraust, ihm glaubst und dann passiert sowas, dann denkst du, du hast dein halbes Leben vergeudet. Warum muss denn ausgerechnet mir sowas passieren? Es passiert nicht mit dir, Kathilein. Glaub's mir. Arno? Hm? Hab ich dich geweckt? Nein, ich kann sowieso nicht schlafen. Ich auch nicht. Immer wenn ich die Augen zumache, sehe ich diesen maskierten Verbrecher vor mir. Es ist wie ein Albtraum. Und du? Weshalb kannst du nicht schlafen? Der Krach. So wie ich die Augen zumache, habe ich meinen Magenknochen im Ohr. Oh nein, was bin ich für eine miserable Gastgeberin. Warum hast du denn auch nichts gesagt? Ja, ist doch halb so wild. Meinetwegen bleibst du über Nacht hier und zum Dank dafür musst du jetzt auch noch hungern. Das geht ja wohl nicht. Was hast du vor? Mach dir was zu essen, was sonst? Aber nein. Keine Widerrede. Wie wär's mit Rührei? Ich bin bekannt für das beste Rührei in ganz Düsseldorf. Also schön, überredet, aber nur wenn du mitmachst. Ja. Oh nein. Was ist? Ich habe keine Eier im Haus. Jetzt habe ich dir schon den Mund wässrig gemacht. Ach, komm, vergiss es. Spätes Mahl bringt Magenqual. Vor Hunger nicht einschlafen zu können, ist garantiert noch qualvoller. Schade, dass wir nicht in den USA sind. Da kriegt man rund um die Uhr was. Du, das ist überhaupt die Idee. Jetzt weiß ich nicht, was Am besten ist, du gehst. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich fühle. Das ist der Gipfel. Du tust Kathi das Schlimmste an, was man seiner besten Freundin nur antun kann. Und jetzt willst du auch noch bemitleidet werden. Nein, nein, das will ich nicht. Ich möchte mich nur... Ach so, du willst dich nur bei ihr ausheulen. Ich möchte mich bei ihr entschuldigen. Du bist mit Sicherheit die Letzte, die sie jetzt sehen will. Aber was wird denn jetzt aus unserer Freundschaft? Das weiß nur Kathi allein. Und jetzt geh bitte. Ich kann nicht so einfach gehen. Ich muss erst... Raus! Was ist denn los mit dir? Nichts. Ja, du bist wirklich super drauf. Das sieht man dir von mich an. Mein Gott! Ich hatte nur einen stressigen Tag, okay?
Ja, verstehe. Aber das hat nicht zufällig was mit diesem Typen zu tun, der nach Caracas abgereist ist? Wolltest du dir nicht einen Absacker machen? Ja. Bring dir auch einen mit. Vielleicht heitert dich das ein bisschen auf. Tja, woran könnte es denn liegen? Ist Niklas mit der Kasse durchgebrannt? Nein. Es ist wegen Tim. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verknallt. Echt? So super. Wo ist das Problem? Ich habe ihn vergrault. Kommst du nur darauf? Er ist gerade vorhin so schnell abgezogen. Und dabei wäre es heute wirklich günstig gewesen. Mach dir nichts draus. Es gibt noch andere Gelegenheiten. Hm? Was willst du denn damit? Also dein Pizzaservice, das war wirklich Rettung in höchster Not. Du hast ja gar nichts mehr zu trinken. Danke. Cheers. Zum Wohl. Eigentlich ein ganz friedlicher Abend, oder? Ja, ich hätte gar nicht zu hoffen gewagt, dass heute noch was Gutes passiert. Ja, ich werde dann mal wieder ins Bett gehen und versuche zu schlafen. Ja, schon spät. Gute Nacht. Na, da guck doch mal, wen wir da haben. Ja, ich dachte, ihr seid noch am Aufräumen. Da wollte ich noch kurz vorbeigucken. Ja, super Idee, echt. Ja, fand ich auch. Ja. Ich bin todmüde. Ich geh schlafen. Ich schlaf gut. Und ihr erst. Was hat dich denn noch hierher getrieben? Naja, ich bin noch mal über den Rummel gelaufen. Ich weiß auch nicht, wieso. Und da bin ich dann zufällig bei unserem, naja, bei diesem Lebkuchenstand vorbeigekommen. Und nur um mir das zu geben, bist du extra noch mal hergekommen? Ja, das auch. Wie? Gibt's da noch einen anderen Grund? Charlie? Kannst du ohne Bescheid zu sagen die Wohnung verlassen? Ich war doch nur beim Bäcker. Was soll da schon passieren? Charlie, diese Gangster warten nur auf eine solche Gelegenheit. Ich wusste einfach, dass an einem Morgen wie heute nichts passieren wird. Du darfst dieses Penthouse nicht alleine verlassen. Das mache ich auch nicht wieder, versprochen. Jetzt mache ich uns erstmal ein exquisites Frühstück. Jean-Claude. Guten Morgen. Morgen. Ich denke, Sie sind im Krankenhaus. Ich hab's da nicht länger ausgehalten. Außerdem kann ich Sie ja nicht noch länger allein lassen. Na, sind Sie denn schon wieder in Ordnung? Mit so einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen. Mit diesen Entführern offensichtlich auch nicht. Das haben Sie wenigstens gelernt. Davon können Sie ausgehen. Tja, dann werde ich mich mal verabschieden. Ich möchte Jean-Claude seinen Arbeitsplatz nicht streitig machen. Und unser Frühstück? Muss leider ausfallen. Na, du bist gut. Für die Brötchen habe ich mein Leben riskiert. Ich werde daran denken, bevor ich reinbeiße. Mach's gut.
Morgen. Morgen, mein Schatz. Na, wie geht's? Ach, schon viel besser. Einigermaßen gut geschlafen? Naja, nachdem ich dann endlich eingeschlafen war, ging's dann. Ach ja, hier. Tildas Spezialrezept. Ach, danke. Sag mal, wenn du willst, dann schreibe ich dir für heute eine Entschuldigung. Oder willst du in die Schule? Nee. Obwohl es heute echt schon nicht mehr so schlimm ist. Sicher nicht? Du meinst, ich will dem Arsch ewig hinterher heulen? Besser nicht. Ach ja, da sind Briefe, die ich bekomme. Heute früh, per Eilbote. Da ist ja gar kein Absender drauf. Mach ihn auf. Tschüss, ihr beiden. Guten Morgen. Morgen. Was ist das für eine Begrüßung, nachdem wir uns so lange nicht gesehen haben? Was hast du denn erwartet? Ja, vielleicht eine frische, heiße Tasse Kaffee. Wie hast du deinen gestrigen Abend verbracht? Ich habe fern gesehen. Und wie war dein Abend? Oder soll ich besser sagen, deine Nacht? Unbequem. Mir tut vielleicht der Rücken weh. Deswegen hast du so wahnsinnig gute Laune. Unsinn. Ich freue mich. Hey, was denkst du? Meinst du, ich kann mir nichts Angenehmeres vorstellen, als meine Freizeit mit Frau Schneider zu verbringen? Nein, wohl kaum. Dann tu bitte nicht so, als käme ich aus einer durchzechten Nacht, die wahrscheinlich sehr viel angenehmer gewesen wäre als der gestrige Abend. Ist ja gut. Ich freue mich ja, dass du da bist. Ich habe dich halt eben so vermisst. Das Gefühl, dass das Wichtigste neben mir fehlt. Ja, und davon bin ich glatt aufgewacht. Ist was? Fehlt dir nicht was? Tomaten, Käse, Butter, Toast, Saft? Nein, ich glaube, es ist alles da. Naja. Dann können wir ja anfangen. Ja. Weil du so hysterisch warst, habe ich doch glatt meinen Pullover vergessen. Kannst du ihn mir zuschicken? Ich muss ihn unbedingt wieder haben. Immerhin ist er neben der Uhr das einzig Gute, was ich von dieser Beziehung hatte. Im Bett warst du ja echt nicht gerade eine Kanone. Vielleicht solltest du mal Nachhilfe bei Jackie nehmen. Sie hat es echt voll drauf, so gut wie die. Tja, der Brief ist dreist. Dreist? Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Das ist... Mir fehlen die Worte. Bei dem seiner Erziehung scheint einiges schiefgelaufen zu sein. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Du wirst ihm doch nicht in Ernst den Pullover hinterher schicken. Nein, damit habe ich was Besseres vor. Schmeckt's? Mhm. Na, da geht's Ihnen ja schon wieder richtig gut. Auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt wieder voll um Sie kümmern. Wissen Sie, ist ja doch besser, wenn das ein Profi macht.
Wie bitte? Naja, Ihr Freund da. Der könnte doch im Notfall gar nichts ausrichten. Ich will Ihnen mal was sagen. Mein Freund Arno hat mich besser beschützt, als Sie es je getan haben. Das können Sie aber so nicht sagen. Ist doch wahr. Lässt sich in die Tiefgarage locken und sich ans Überbraten. Auf so einen billigen Trick wäre Arno nie reingefallen. Na, hören Sie mal, die waren in der Überzahl. Ich konnte nichts machen. Und wenn die zu zehnt sind? Sie werden dafür bezahlt, dass Sie mit denen fertig werden. Was soll ich denn tun, wenn die mich von hinten erwischen? Was fragen Sie das mich? Sie sind der Sicherheitsexperte. Angeblich. Okay, okay, vielleicht ist mir ein winziger Fehler unterlaufen, aber das passiert doch jedem Mal. Ich meine, die Nummer mit dem Peilsender war auch nicht gerade eine Meisterleistung. Hätte aber klappen können. Hat es aber nicht. Ich will mich ja gar nicht mit Ihnen streiten, Sie sind der Boss. Und damit Sie in Zukunft zufrieden sind, habe ich mir eine neue Pistole bestellt. Eine 9mm Parabellum Double Action System. Die hat 15 Schuss. Die lassen Sie mal besser stecken, ja? Gegen diese Leute hilft keine Pistole, da hilft nur Köpfchen. Schneider? Die Entführer? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. So, und jetzt kommt das Beste. Was soll denn das werden? Das wirst du gleich sehen. Kathi, der schöne Pullover. Ja, der schöne Pullover erinnert mich leider an Dennis. Ja, schon, aber du kannst ihn nicht einfach... Kein Aber! Wenn ich Schluss mache, dann auch richtig. Dann geht's mir nachher wenigstens besser. Wahrscheinlich hätte ich das auch mal machen sollen, mit Christophs Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass oben in seinem Schrank ein paar schöne Kaschmirpullover sind. Und Hemden und Krawatten. Könntest du ja mal vielleicht mit dem Hemd versuchen. So ein altes. Oh ja, ich hol schnell welche. Nein, das war nicht ernst gemeint. Kathi!